Und dann starten wir den letzten Angriff. Mit einem bekehrten Turm, was ich immer noch sehr geil finde. Ich meine, wie kann ich ein... Ganz ehrlich, wie kann ein Priester schuld sein, dass der Turm... Aber naja, ne. Ist nicht so wichtig, Leute. Es gibt wichtigere Sachen im Leben als Türme, die zur blauen Religion übertreten. Weißt du? Es ist immer wieder lustig, wenn man drüber nachdenkt. Bin ich ganz ehrlich. So, machen wir hier noch einen breiter, dass die ganzen... Lag. Die Musik-Lags sind übrigens in Ordnung. Das geht doch. Dass die ganzen Priester hier auch durchkommen, nicht ihre Fettleibigkeit unterliegen oder was? Komm, und zack, 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 boom. Belagerung gestoppt, wunderbar. Fun für diese Konstruktion hier war gedacht, damit die nicht durchkommen. Also damit einerseits ich sehe, was Sache ist, und der rote Wall deswegen, weil die ja ihre Welle nicht zerstören können. Ich glaube, so war es irgendwann mal gedacht. Damals, vor gar nicht allzu langer Zeit. Soweit ich weiß, kann ich Dorfzentren nicht bekehren, aber... Kasernen kann ich bekehren. Und ich komme natürlich nicht ran. Ernsthaft. Willst du mich foppen oder was? Dann macht erst den scheiß Wald kaputt, dann kann ich wegen meinem Priester zu Werke gehen hier. Und den bekehre ich auch noch kurz. 3, 2, 1. Na komm, na komm. Der wehrt sich aber ganz schön, ey. Ich muss dir nur ein scheiß blaues Leibchen anziehen. Hier, FC Schalke 04 oder was? Fun Fact, dazu wird auch noch ein Szenario kommen. Ich glaube, das war zwar von meinem Bruder. Rot gegen Blau hat er irgendwann, glaube ich mal, so ein Ding Bayern gegen Schalke gemacht. Das kommt auch noch, da freue ich mich sehr drauf. Einfach weil es seins war. Man wird auch später, das spoilere ich schon mal, komplett den Unterschied zwischen meinen und seinen Szenarien erkennen. Man wird es einfach sehen. Man wird danach sofort sagen können, was von mir und was von ihm war. Ich sag jetzt noch nicht warum, aber ihr werdet es später sehen. Also, ihr kennt jetzt ungefähr die Struktur von meinen alten Szenarien. Ach so, das war's schon. Ja, geil. Besiegt ihr, Bitches. Halbe Stunde. Ungefähr zumindest. Mal gucken. Ja, die haben wir locker gebasht. Flut. Ab hier ist blind, ich weiß überhaupt nichts mehr. Bringen sie alle anderen um die Kiefern, weisen ihnen den Weg. Ja, das Flutthema sieht man hier, glaube ich, schon sehr deutlich. Es ist immer noch die gleiche Insel, aber kleiner. Und ich habe 5000 von allem. Das ist natürlich ein heftiger Scheiß. Den ich sehr begrüße. Okay. Wie machen wir es denn? Machen wir es erstmal so. Verpiss dich mal, Junge. Würde ich sagen, machen wir hier eine Häuserfront draus. Und ich klaue mir mal Katapult und Centurios. Einfach weil ich gehe davon aus, es ist alles wieder in Wellen, deswegen diesmal... Oh, 136. Wir steigern uns. In Wellen, deswegen das Katapult und Centurios, einfach weil es die heftigsten Motherfucker in diesem Spiel sind. Ohne zu übertreiben, ganz ehrlich. Was klebt hier an meinem Tisch? What the fuck, was ist das? Ich will es überhaupt nicht wissen. Deswegen habe ich auch gefragt. Don't question the logic of the Loni. Jetzt haben wir Nummer 24. Das hier sind 20, heißt... Toll, wie meine Maus funktioniert und nicht abrutscht. Okay. Dann kannst du immer noch Häuser bauen. Da war doch noch ein dritter, da hinten. Ich sehe ihn noch. Ich sehe den Schlingel doch. Machen wir zwei Katapulte meinetwegen und dann... Nochmal richtig auf die Kacke hauen. Und wieder richtig hinsetzen. Ah, mal gucken, wen haben wir als Gegner diesmal? Minus 2, Perikles 4. Wir hatten Perikles 4, dann 5, dann 4. Also meine Logik ist wieder geil. Xanthos der 21. und Alexander den Großen. Okay. Sagen wir mal so. Viel schlimmer kann es ja nicht mehr werden. um mal den Optimismus auszustrahlen. Und ganz ehrlich, mit dem Katapult kann ich jetzt auch schon mal losgehen. Gehen wir schon mal los. Ja, wieder den Kiefern folgen. Wir kennen das Spiel. Spaß.
Was? Oh, die kann ich doch so fertig machen. Die kriege ich doch mit dem Katapult hier down. Die haben ja überhaupt nichts. Das ist ja armselig. So, und eins. Null. Dich kriegen wir kaputt. Dich kriegen wir kaputt. Und Wiedersehen. Vielleicht brauche ich gar keine Centurios. Das wäre auch sehr geil. Dann probiere ich es erstmal nur mit... Ah, hier, nur mit Katapultfreunden eben. Ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte es... Ja, Wichser, ey. Ich glaube, das könnte reichen. Danke. Tempo, Tempo. Kann ich schon. Noch nicht. Noch kann ich leider nicht. Leider nicht. Aber jetzt! Da hole ich mir mal 20 von den Freunden. Falls, ich weiß nicht, ob ich sie brauche, aber falls ich sie brauchen sollte, dann habe ich sie immerhin. Ich probiere mich trotzdem mal mit Katapulten durchzutanken hier. Am besten 5 Stück. Hallöchen! Auf Wiedersehen, Xanthos 21. ZDF Frontal, Xanthos 21. Es wird immer schlechter hier. So, oh, euch. Das sieht auch sehr gut aus. Aber Problem ist, wenn das Gebiet einmal größer, also signifikant größer ist, dann wird's blöd. Aber, nö, das ist locker. Locker. Die hauen wir hier locker vom Hocker. Wenn es so weitergeht, brauche ich überhaupt keinen Centurios. Andererseits, das waren die mit 108 Punkten. Also effektiv ohne Überleben 8 Punkten. Und die anderen haben 38 und 40. Das heißt, die könnten schon ein bisschen, also wirklich nur ein bisschen anspruchsvoller werden. Ich warte einfach mal ab. Ich warte einfach mal ab. Warum baut er seinen Wall auf? What the fuck? Und warum ist da überhaupt ein Wall? Okay, gut, weil ich hier rum könnte um die Kurve, aber darum geht's nicht. Hört auf, meine rhetorischen Fragen zu beantworten. Boom. Warum habe ich denen überhaupt Nahrung gegeben, ey? Dass die den Scheiß reparieren können, oder was? Was soll denn das? Wiedersehen. Nein. Okay. Man kann also... Das wollte ich nicht, aber das mache ich trotzdem. Man kann also... Bam. Der Gazellenkiller. Geil. Und hallo Centurio, schön, dass du auch dabei bist. Der Gegner ist also auch besiegt, selbst wenn noch Baustellen irgendwo stehen. Das ist, merke ich mir. Werde ich nie wieder brauchen, aber ich habe es mir einfach mal gemerkt, weißt du? Warum komme ich hier nicht durch, bitte? Was ist das denn? Und? Aua. Und mit etwas Glück komme ich hier durch, danke. Muss ich keinen riesen Umweg machen, sondern kann ich hier einfach durch. Es ist eine Sackgasse. Nein, warte, ist es nicht. Ich kann hier außen rum. Nein. Ich beschwere mich nicht, keine Sorge. Keine Sorge, Herr Florges, ey. Man merkt, dass ich vor einiger Zeit mal Pokémon wieder geschaut habe. Also, LP. Pokémon X. Pokémonks. Ja, Herr die Case, ja gut. Warum ich hier so einen Knick in den Kiefern, das weiß ich auch nicht, aber nicht so wichtig. So, dann schauen wir mal, was die anderen beiden aufzufahren haben. Die anderen beiden Schnorchelfreunde. Was ihre 40 komischen Punkte dazu bedeuten. Ein Haus! Sie haben ein Haus, verdammt! Verdammt, Mac! Ich bin aufgeschmissen. Was aber schön ist, dass die Centurios nur minimal schneller sind als die anderen. Als die Katapulte. Toll, dass du auch weitergehst, du Trottel. So, und geht der Freund hier rum? Nein, du nicht. Du kannst weiter arbeiten. Du kannst hier rumgehen. So, hier komme ich nicht rum. Ich muss jetzt taktisch vorgehen. Und taktisch heißt einfach alles niedermetzeln. Nee,
Dachte Scheiß, also ich kann nicht durch die Kiefern durch, deswegen muss ich hier unten einen lang schicken. Au, au, das war nicht gut. Wald zerstören ist immer ganz, ganz kritisch. Aus dem einfachen Grund, dann können Dorfbewohner raus und irgendwo hin, wo ich sie nie wiederfinde. Also ich darf in 20 Stunden suchen, bis ich die Pisse mal gefunden habe auf der Scheißkarte irgendwo. Nein, 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 nein. Boah, Glück gehabt. Solange die irgendwas reparieren, kriege ich noch. Aber ansonsten, Murks. Abwarten. Und wiedersehen. Und mit etwas Glück habe ich es jetzt auch hier geschafft. Jawohl. Minos der Zweite hat das Zeitliche gesegnet. Minos der Zweite will das Zeitliche gesegnet haben. Reimkönig. Kiefern. Kiefer, jawohl, da oben lang, da oben lang, da oben lang, da oben lang. Oben lang, oben lang, oben lang, 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 lang. Komm ich hier rum? Ich komm hier rum. Ja, geil. Hab ich sogar vielleicht mal mitgedacht. Wahnsinn. Weil irgendwie ganz ehrlich, dass ich so Scheiße gebaut habe, ist krass nervig. Es geht mir, und da bin ich so ehrlich, bin ich voll auf die Eier. Dieses scheiß Kiefernprinzip, ey. Wie wär's einfach mit suchen sie die Gegner und vernichten sie? Nee, bau Kiefern hin. Könnte ja toll aussehen, total innovativ sein. Warte, warte. Und boom. Boom, Schakalaka, Junge. Nee, abwarten, den kriegen wir. Den kriegen wir noch, weil er ein Haus baut. Trottel. Ach, haben wir auch das Szenario geschafft. Gut, wenn die mehr Platz haben, ist auch logisch, dass die irgendwie auf 140 Punkte kommen. Ich will mal gucken, es war... Warte mal. Errungenschaften. Wo kriegen die Wirtschaft? Größte Bevölkerung. Okay. Erkundung 6%. Deswegen 39 Punkte. Ja, okay. Und die anderen? Ja. Größte Bevölkerung. Ach so. Jeder Dorfbewohner gibt einen Punkt. Alles klar. Jetzt verstehe ich das erst. Das ist ja geil. Sehr geil, end nice. Und jeder hat einen zweiten Namen, aber leider macht euch das noch weniger einprägsam. Ich muss sagen, wenn ich die Karte hier übrigens so anschaue, es sieht nach Flut aus. Es sieht sogar nach einer nicht so unglaublich kinderhaften Flut aus. Naja, so ein bisschen. Aber ist nicht so wichtig. Aua. Pericles 4 goes down, 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 down. Oh yeah, haben wir sie alle kaputt gebischt? Habe ich nicht gesagt. Die wilden Tiere. Was ist das denn? Machen Sie 3 Entdeckungen, besiegen Sie den roten Königslöwen. Aha. Hinweise gibt's nicht. Geschichte. Die eine Insel in Ägypten. Ich muss jetzt schon grinsen, es wird bestimmt so dämlich. Eine Insel in Ägypten. Bevölkert von Harry dem Vierten und seinem Volk. Sie merken nicht, was auf dieser Insel passiert. Die Elefanten und Löwen und jeweilige Könige sind so viele geworden, dass Harry der Vierte sie bekämpfen muss. Okay, das ist eine Story, die macht irgendwie Sinn. Denn die Tiere stellen eine Bedrohung für sein Reich dar. 3 Entdeckungen verstecken sich unter den 3 Tiergruppen. Ja, okay. Es ist doch keine so dämliche. Alter, wenn das die Peter sieht, ganz ehrlich, das kannst du ja nicht machen. Slash Kill ist Kill Löwe oder was? Alter! Es ist echt nicht mehr human, was ich hier abgezogen habe. Hatte ich einen Hass auf Löwen oder was? Keine Ahnung, vielleicht. Vielleicht hatte ich als Kind einen Hass auf Löwen in Age of Empire. Ja, ich weiß es nicht. Und ich will es auch gar nicht wissen, wenn ich mir das so anschaue. Leute, ihr müsst mal selbstständig angreifen, bitte. So, was wollte ich? Ich sollte den roten Königslöwen besiegen und... Also eine Erkundung habe ich immer schon. Ich mache trotzdem mal alle platt, einfach weil ich Bock drauf habe. Das ist ja so geil. Ich alter Schlawiner, ey. Heftig. Die Löwen sind auch zu viele geworden, aber in Gehegen und kontrolliert. Ja, die Löwen sind kontrolliert zu viele geworden. Die Logik ist bestechend. Leute, ganz ehrlich, ihr könnt auch andere Löwen angreifen. Ihr müsst nicht, ne? Also. So, du machst den, du machst den. Du messelst den nieder und du den und du den.
Und das heute Abend, ganz ehrlich, heute Abend gibt es Löwenkotelett, mal ohne Witz. Ah, scheiße. Ich bin so ein grausamer Mensch. Ich könnte dich noch so einblenden, bei der Produktion dieses Videos wurden keine Tiere verletzt. Oh, Elefanten, davon war überhaupt nicht die Rede. Oder doch? Warte mal. Elefanten und Löwen, doch. Wahnsinn, tatsächlich. Hammer geiler Scheiß. Bäm. 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 Fun Fact, ich muss eigentlich gar nicht weiter killen, weil ich die Entdeckung schon habe. Also die Entdeckung macht man auch, wenn man drauf schießt, scheinbar. Ja, er fragt mich nicht warum oder wieso, aber es geht. Und hier komme ich wahrscheinlich nicht durch. Das ist scheiße. Ich habe jetzt keinen Bock, so einen Umweg zu gehen, deswegen mach ich mir mal den Spaß. Ich kann hier auch einfach außen rum, ja klar. Natürlich. Naturalmente, oder was? Das ist... Oh, ich dachte, das war der Königselefant. Nein, nein. Und ab aufs dünne Eis. Weil es zerstört und durchgebasht. Stimmt ja, man kann einen gezähmten Löwen bei sich halten. Das ist super. Hatte ich auch Spaß an der Freude, Leute. So, der glorreiche Siegeszug gegen die bösen Löwen der Welt ist vollendet. Ich habe der Welt einen Gefallen getan. Die Dankeskarten könnt ihr mir später schicken. Und klar brauchte ich ein Dorfzentrum dazu. Logisch. Logisch. Wenn dir nichts einfällt, dann googelst du. Und passend dazu drehst du dein Video im schwulen Club. Weiß ich nicht. Ja, damit haben wir auch die wilden Tiere gezähmt. Ich bin ein Schlingel. Bam, bam, bam und tschüss. Löwenkönig ist besiegt, der ein eigenes Dorfzentrum hatte. Es war nur für ihn da. Das ist so geil. Jo, das war schnell. Die neue Insel. Warum habe ich da einen Film eingebaut? Ich trottel. Ja, dann ist mein Name Loni. Wir sehen uns gleich wieder, weil dieser Film, das war nicht schön. Das war nicht schön. Wir sehen uns gleich, obwohl, nee, ich lese es später. Mein Name ist Loni, wir sehen uns dann gleich wieder. Hier, Dingens, ciao.